Tja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog von Real B Mika. Ja, letzt tauchte die Frage im Netz auf, ob man als Anfänger, wenn man jetzt den offenen Führerschein macht, ob man sich dann gleich auf eine 200 PS Maschine setzen sollte oder nicht. Oder ob man erst mit einer kleineren Maschine anfangen sollte. Man kommt dann ja von A2 von 48 PS. Ob man dann gleich auf eine 200 PS Maschine jemanden setzen kann oder nicht. Und ich meine, das hatte ich in irgendeinem Video, hatte ich das auch schon mal angesprochen. Das kommt natürlich immer auf denjenigen an, der das Ding fährt. Also ich, mich hättest du wahrscheinlich gleich auf eine 200 PS Maschine setzen können, weil ich hätte dann nicht gleich eskaliert, sondern erstmal geguckt, so wie jetzt auch noch nach ein paar Monaten. Da kann ich das Ding immer noch nicht voll ausfahren, das geht sowieso nicht, weil sie dafür hier viel zu viel Leistung hat. Aber ja, wenn du jetzt von 48 PS kommst, dann habe ich das ja auch gemacht, dass ich mir 95 PS gekauft habe. Erstmal die 650er. Und das war für mich dann schon der Wahnsinn, doppelt so viel PS zu haben wie vorher. Ich meine, wir sind von 15 auf 48. Das war dann dreimal so viel PS wie vorher. Da habe ich schon gedacht, das ist der Wahnsinn. Hast dich aber ganz schnell an 48 PS gewöhnt und konntest dann hier und da auch schon den Hahn voll aufdrehen. Ja, und nach ein paar Monaten, wie gesagt, hat es auch nicht mehr gelangt. Da hast du gedacht, Mensch, könnten eigentlich noch ein paar PS mehr sein. Als ich 95 PS gehabt habe, das war eigentlich für die Straße, für die Landstraße und so, muss man ehrlich sagen, genug. Sogar für die Autobahn mit 250 auf dem Tacho, die ich mal hatte, sollte das eigentlich reichen. Und es hätte ja auch bei mir gereicht, wenn ich nicht den Wurm in den Kopf gekriegt hätte, dass ich dann doch noch ein Superbike haben will, ne? Also so 200 PS oder 192 wie in diesem Fall. Und ich sah ja wenn ich so jung gewesen wäre wie früher, da hätte ich mich wahrscheinlich tot gefahren mit so einer Maschine. Aber dadurch, dass ich so langsam immer weiter aufgestiegen bin, immer mehr PS bekommen habe und die dann auch annähernd nutzen konnte, bin ich jetzt mit dieser Maschine hier auch nicht so, dass ich mich unbedingt tot fahre, ne? Also man kann die Führerschein-Neulinge, denk mal, wenn sie vernünftig genug und erwachsen genug im Kopf sind, kann man sie auf eine 200 PS Maschine locker draufsetzen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Aber so pauschal, finde ich, kann man das nicht sagen, dass man jemanden auf eine 200 PS Maschine draufsetzen kann als Führerschein-Neuling. Dem würde ich dann auch lieber raten, kauf dir erstmal was um 100 PS, wenn du von 48 kommst, das ist das doppelt an PS, gewöhn dich da dran und dann kauf dir das, was du unbedingt haben willst. Aber wenn du vorsichtig genug bist, warum nicht auch gleich eine 200 PS Maschine?
Na, das war einfach mal so ein kurzer Gedanke zu dem Thema, dass ich da wieder im Netz gefunden hatte. Und dann würde ich auch sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und gehabt euch wohl!